Egal, unranked. Single, yo, jetzt mit Cyberdrachen. Hoffentlich können die dieses Mal was reißen. Alter, ich will mit meinen schwachen Decks. Ah, ich habe außerdem vergessen, mein Deck hier noch aufzuwerten mit Drachenschreien und so. Daran lag, hätte ich alle Karten mit reingenommen, hätte ich die zwei Gegner gerade eben ohne Probleme platt gemacht. Ich stehe jetzt so im Raum und kommentiert fertig aus. So, sowohl Cyberdrachen als auch die Drachen von vorhin sind jetzt nicht die Decks, mit denen ich am meisten gewinne. Allerdings sind sie geil, wenn sie funktionieren. Deswegen spiele ich sie so gern. Ist eigentlich mit all meinen Decks so. Entweder sie klappen, denke ich mir, okay, jo, geil, oder sie klappen nicht und ich denke mir, muss das jetzt sein? Dass der Gegner so unfair spielt mit Fallen und Spiegelkräften, die ich ja kein einziges Mal im Deck habe. Ich bin so nett zu meinem Gegner und der macht mich einfach noch anders. Geht ja so nicht. Grabwächter. Einfach von KLM-Karten in den Friedhof, weil Spieler können nicht. Böse Karte muss weg. Und ihre alle Karteneffekte, die eine Karte im Friedhof außer sich selbst an einen anderen Platz bewegen würde. Tal der Toten muss weg. So schnell wie möglich. Battleface kann nicht als Statue geformt werden, während speziell des Spielers muss, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, bietet dies auf das ganze Wut an und wird die Aktivierung verzichtet zu zerstören des Monsters. Mann. Na gut, habe ich meinen ersten Cybertrachen im Friedhof, was mir nichts bringt, wegen Tal der Dotten. Deise. Wenn ich dran bin, kann ich dann trotzdem den Effekt aktivieren oder nicht? Nein, weil nicht entfernen. Meldung. Na gut, machen eine Spezialbeschwörung. Aktivieren darauf die beiden Cybersprenger. Ich Vollidiot hätte das eher machen können, egal. Willst du noch was aktivieren? Ja? Nein? Gut, dann mache ich noch mal. So, das Problem ist bloß, der ist trotzdem weg. Egal. Na, holen wir noch mal. Da habe ich ihn ja. So, und 600 Schadenspunkte mal so nebenbei. Gern geschehen. Battleface. Angriff und wehe, du hast da jetzt irgendeine böse Karte. Ah, das sieht gut aus. Jo, damit bin ich zufrieden. Juppidubidu. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe gerade einen Geistesblitz. DNA-Operation in das Deck rein. Denn lass. Oh, hallo Cybertrache. Denn lass mich mal kurz ausreden, bevor er sagt, den Kacke. DNA-Operation, ich kann den Typ eines Monsters ändern. Also von allen Monstern. What? What, 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 what? Achso, wegen denen, klar. Und jetzt kommt genau das, was ich meinte. Wenn alle Maschine sind, kann ich alle hierfür opfern. Und mit denen hier holen. Da kriegt er erstmal mal 600 Punkte Schaden. Und ich meine, das ist doch schon echt geil. Diese Karte nimmt die Effekte alle auf dem Monster auf dem Spielfeld werden noch zu lange diese Karte. Da antworte ich jetzt mal was ganz, ganz Blödes so. Schade, Mann. Hätte ja klappen können. Egal, sein Cybertrache ist weg. Gut, Ding ist erledigt. Oh, süß, Gummibeats. Gummibeats. Alter, warum hat der Teil der Toten und selber Cybertrachen? Das passt doch irgendwie nicht. Ein Karte anketten, ja. Spiegelkraft. Ja. Gotcha. Das muss jetzt sein. Ja, ich find's witzig. Klappe halten. Ja, auch. Okay. So, holen wir erstmal nochmal einen. Hoffentlich Cybertrachen heißen denn? Ach nein, Effekte werden annulliert. Fuck, egal. Battleface. Angriff. 400. Ja, haha. Auch 400 können eines Tages gefällt werden. Oh, fuck yeah. Autsch, ja, nein. Musste das jetzt sein?
Okay. Keine Spieler kann man sich da schon beschwören. Zerstöre diese Karte, wenn eine Karte vom Deck oder vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Cyberdrache Nummer 3. Ja, Effekt nutzen. Ha, ich kann aktivieren, aber das ist ja egal. So, ich mache jetzt mal keinen traurigen Smiley hin. Dass sich das Ganze nämlich fortführen. So, und jetzt ist wirklich Arsch. Ach Mann. Aber kein Spieler kann man sich da schon beschwören. Also auch der nicht. Ja. Allerdings hat er ein stärkeres Monster. Verdammt. Jetzt müsste die vom Deck oder vom Spieler auch auf deinen Friedhof gelegt werden. Effekte werden annulliert, ansonsten wäre ich trotzdem zu schwach. Das scheiß Tal der Toten nervt mich gerade. So ganz dezent. Okay, muss ich überlegen, wie komme ich über einzeln? Ey, das müsste jetzt eigentlich, dass da. Ja, was hat der gemacht? Ja, schon wird der gezeigt, ob die Karte. Der Durst wird. Kann also. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht wieso, aber es war auf jeden Fall bad. Vor allen Dingen kann ich jetzt. Ich kann es mit Effekten wieder aktivieren, oder? Daran merken, dass ich es konnte. Nee, daran liegt's, verdammt. Schade, sonst hätte ich zwei Cybertrachen gehabt. Egal, beschwöre ich den hier. Flip beschwöre ich den hier. Den die Battle Phase und greif an. Und der aktiviert Spiegel. Und der aktiviert Sakuratsrüstung, Entkräftigungsschild, Dimensionsgefängnis. Das geht weg. Ah. Lucky me. Ah. Verdammt. Ah. It's so lucky me. Ja, hab den Ton nicht getroffen, egal. Eigentlich. Oh. Despicable me. Du, 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 du. So, da das ja so gut funktioniert hat, sogar ohne Entferne, wo ich schon dachte, ich wäre abgehakt, nehmen wir doch gleich nochmal das Cyberdeck. Yeah. Und dann sehen wir ganz auf Schalalalalala und gewinnen. Falls jetzt jemand nicht weiß, woran ich anspiele, weil ich das komplett aus dem Zusammenhang rausgerissen habe, ich singe mal die erste Zeile. Ja, ich singe. Ey! Ich kenne dich. Schreibe ich das jetzt? I know you? Nein, doch. I know you. Ich werde mich auf jeden Fall versprechen. Oh, scheiß drauf. Ist viel zu früh. I know you. XD. From somehow. Ne, from. From where? I think. Ja, jetzt think so. But you. Ich werde mich auf jeden Fall verschreiben. Ich kann kein Englisch, egal. Once. But I don't know when. Punkt, Punkt, Punkt. ja. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder falsch oder was weiß ich, egal. Zack, verdeckt, Endphase. Manchmal muss man auch einfach auf Zwang witzig sein, um mit einem Gegner in Gespräche zu kommen. Ich hoffe mal, ich kriege hier eins hin, weil das sind eh immer die besten Bälle. It has to be a long time ago. I think so too. In the time of the Pharaohs. I think so too. Ja, das damals 1961 an der Mauer. Da haben wir uns bestimmt irgendwo mal getroffen. Stand da bestimmt neben mir. Weil ich da überhaupt schon produziert wurde. Na ja, cool. Erstmal eine Flip-Beschwörung. Danach warte ich. Danach eine Normalbeschwörung. Effekt wird aktiviert. Daraufhin aktiviere ich. Ey, aktiviere ich, nicht klicke ich daneben. Das hier. Aktiviere daraufhin nichts. Nein, ich bin nett. 5 Spezialbeschwörung. Cyber Nova Drache. Ey, nicht nett. Muss ich eben den hier holen? Wenn du es unbedingt von mir verlangst, hole ich eben den hier. Also ich finde die Karte so mies, wenn die durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kann die irgendein Cyber-Drache
Drachenfusionsmonster Spezialbeschwörer. Fuck, ich kenne diese Karte von irgendwoher. Ja. Vor der Schadensberechnung, falls diese Karte von einem Monster eines Gegners angegriffen wird, riss das Auto mit Monster-Sekunde aus. Dann während des nächsten Standby-Fest eines Gegners zerstöre das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist. Und falls du dies tust, für deinen Gegner Schadenhöhe. Ah, fuck. Viertausend Schadenspunkte ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Deswegen hole ich mit dem. So. Ja, ich weiß, es war jetzt auch wieder nicht das Schlauste, aber ich habe mir gerade 4000 Schadenspunkte erspart. Dafür ist das doch mal annehmbar. Hey, ich bin hier von vorne. Der andere Goblin gefällt mir besser, der mir hier, ne, so ein bisschen 1000 gibt und dann geht er doch eine Karte ziehen. Von mir aus. Gefällt mir persönlich a little bit better. So, setzen. Jetzt kommt Angriffsmodus und wehe, da liegt eine Karte mit mehr als 2000 Verteidigungspunkten. Ey, was ist denn das? Heuschreckenschwarm. Da wären wir wieder bei Zeit der Pharaonen. Also so ähnlich. Oh ja. Also wenn ich das jetzt... Das kriege ich auch... Doch, ich habe ein Handy. Ich muss mal kurz was suchen. Denn... Ja, ich habe hier jetzt was perfekt zu diesem Duell passt. Oh, ich bin dran. Aktiviere ich das erstmal, Fusionsweiser. Ich muss nebenbei suchen, tut mir leid, falls jetzt irgendwie anders, was weiß ich. Ja, was weiß ich einfach. Flippe schneiden, ich beschwöre den hier. Da. Es passt nämlich perfekt zum Ägypterkönig. Und ich, es ist ein echt geiles Gedicht. Ich will nicht sagen, ich liebe es, aber es ist, ja. Echt verdammt geil, und da der ja Pharaonen benutzt, ich werde keinen Gegner finden, bei dem das besser passt. Hey, rechte Nachspeise, jetzt wurde ich gerade zum Nachtisch gegessen. Egal. Leute, hört mal zu. Achtung, Copyright nicht bei mir. Ich habe es gerade gegoogelt bei das Bergwerk. Also einfach Ramses der Ägypterkönig / Bergwerk eingeben, da kommt das. So, ich weiß nicht, ob ich auf komplett stark gehen soll oder auf. Ich kann es eh nicht aktivieren. Ich könnte einen Chimera durch Übertragen holen, aber nein, komm, ich krieg's auch so hin. Battleface. Ich greife mal kurz an und während mein Gegner dran ist, lese ich euch das mal kurz vor. Seid ihr kurz dort, Moment. Also, Ramses der Ägypterkönig. Ramses der Ägypterkönig hatte einmal Geld zu wenig. Der Pyramidenbau am Nil kostete ihn zu viel. So sprach er zur Tochter Isis: Kind, wir sind in einer Krise. Wir räumen jetzt den Tempel aus und machen daraus ein Freudenhaus. Also ließ er es verkünden, auf den Bergen, in den Gründen, auf allen Märkten, in den Tempeln, des Königs Tochter lässt sich stempeln. Nein, Tempel nicht Märkten, egal. Bogen ist geschützt. Ich sollte mal ganz kurz hingucken. Für deinen Gegner Schadenhöhe der Anzahl der Karten, der hat jetzt so ein. Ich mach dich schnell platt deck. Das ist natürlich kacke. Schwör mal den hier noch. Aber Friedrichs Schwerter. Oh fuck. Ich glaube, der hat mich schon so ziemlich an den Eiern. Egal, deswegen gehen wir mal weiter. Also auf allen Märkten in den Tempeln des Königstochter lässt sich stempeln. Von allen Glocken hört man's klimpern, des Königstochter lässt sich pimpern. Es spricht sich rum auf allen Straßen, des Königstochter wird auch blasen. Ist ein bisschen versaut, ja, ich hab's richtig mitgekriegt. Ich hab selber Drachen. Yeah! Endless. Das könnte man pimpern. Es spricht sich auf der Straße rum, das Königshaus wird auch blasen. Man tat es allen Völkern kund, die Isis nimmt ihn in den Mund und streichelt gar den hohen Sack von all dem geilen Lumpack. Oh, du Kacke. Das ist mies, was der da jetzt gerade gemacht hat. Vor allem, weil ich so viele Cybertrachen offen habe. 3, ich beende 4. 4 und 1, ich bin dann tot. Egal, dann machen wir was anderes. Ich will daraufhin nicht aktivieren, danke der Nachfrage. So, hol ich ein Chimera-Deck über Drachen. Nehmen wir den hier, und den hier. Zack, 8000. Mach nochmal 300 Punkte Schaden. Ich hätte eh verloren. Das ist ja genau deswegen ich das jetzt gemacht habe.
Farben, ich hasse es. Egal. Da kann ich wenigstens in Ruhe vorlesen. Und dann machen wir schnell das Duell zu Ende und. Ja, 4 und 1. Ich hätte 4200 gehabt. Das war jetzt ein Selbstzerstörungskommando, ich kam bloß nicht hoch genug. Fuck. Er hat mich. Thank you! Nice. Nee, thank you. Thank you very much. Ich habe mich zwar verschrieben, egal, XD. So. Aber schnell richtig machen, ich bin ja ein ganz netter Rechtschreiber und ganz, ganz wichtig, immer eine 6 gehabt. Cybertal. So, jetzt gehe ich in die Battle Phase. Ich meine, bei so einem kann man es machen, no problem. Pff. So. Endlich. ich lese gleich weiter. Ihr könnt euch gleich auf besser. Ich fange einfach nur von vorne an. Wenn der jetzt mal das Duell beendet. Ey, langsam ist es nicht mehr feierlich, ne? Schwören. Battleface. So. Vor allen Dingen, ich komme ja. Also, ich kann ihn jetzt versuchen runter zu trümmern, aber es wird nicht allzu viel bringen. Doch, Mann, ich will das scheiß Gedicht vorlesen, weil das geil ist. So. I'm kinda the number one troll in Yu-Gi-Oh! Bro. Würde ich jetzt mal nicht so sagen. Gummi Beats, 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 aber bist zumindest nah dran, ja. Don't attack. Please. No. So, no, das ist eiskalt. So, ich weiß, es ist für euch vielleicht nicht ganz so witzig wie für mich. Egal, Angriff. Boom. Ha. Wenn sie gerade zerstört auf Friedhof geklickt wird, wer auf das Monster den Gegner kontrolliert, das geht jetzt hier. Hey. Okay, your fault. Ah, okay. Duell beendet. So, jetzt. Tut mir leid, dass ich so lange abgelenkt war. Jetzt kommt's. Nochmal von vorne. Ramses, der Ägypterkönig. Hatte einmal Geld zu wenig. Der Pyramidenbau am Nil kostete ihn allzu viel. So sprach er zur Tochter Isis, Kind, wir sind in einer Krise. Wir räumen jetzt den Tempel aus und machen draus ein Freudenhaus. Also ließ er es verkünden, auf den Bergen, in den Gründen, auf allen Märkten, in den Tempeln, des Königs Tochter lässt sich stempeln. Von allen Glocken hört man's klimpern, des Königs Tochter lässt sich pimpern. Es spricht sich rum auf allen Straßen, des Königs Tochter wird auch blasen. Man tat es allen Völkern kund, die Isis nimmt ihn in den Mund und streichelt gar den Hutsack von all dem geilen Lumpenpack. Zu tausend kamen sie gelaufen, einzeln und in großen Haufen, Neger, Juden und Mulatten, alle, die noch einen hatten. Latten hätte auch gepasst. Männer von den Philippinen mit Eiern groß wie Apfelsinen, Männer von den Fidschi-Inseln mit Widerhaken an den Pinseln, Hottentotten, Lumpenpack, Männer mit und ohne Sack, aus der Wüste Tripolis kamen sie mit Syphilis. Wüstenscheiche, Beberfürsten wollten die Prinzessin bürsten, Italianos sah man flitzen mit ihren Macaroni-Spitzen. Selbst die Ältesten der Griechen wollten wenigstens mal riechen. Von Ferne kamen die Franzosen mit Kunsthaarpinseln in den Hosen. Germanen aus dem Land der Bayern. Mit Hofbräuchstempeln auf den Eiern, Männer von der Insel Ceylon mit Pariser ganz aus Nylon, Knaben, deren Lustgebein war noch mikroskopisch klein, Männer aus dem Raum Aachen, die mit dem Penis Kohle brachen. Die Großstadt Essen war vertreten durch die Kruppschen Großstahlklöten, hat sich jetzt nicht ganz so gereimt, egal, Männer aus der Mongolei im Rucksack, ein Reserveei. Selbst die ältesten Eunuchen wollten es nochmal versuchen. Neger, deren Riesenlatten schon Museumswerte hatten. Sie kamen von den Allleuten mit gelb verschwitzten Samenruten, Tagediebe, Babysitter, selbst gehandicapte Zwitter. Sie machten sich zum Tempel auf, im liebesdürstigen Dauerlauf. Auf der Insel Sansibar machten sie die Riemen klar. Selbst abgefrackte Beduinen wollten noch der Isis dienen. Von nah und fern kam man zum Feiern mit blutig wundgelaufenen Eiern. Sogar die Mumien in den Höhlen hörte man vor Wollust krölen
und auch die mit einem alten Scharen weiß herbei. Steckten ihn bei Isis rein, zaten mitten im Ziegelstein, Grafen, Fürsten und Barone stürzten sich auf die Matrone. Und so wuchs der Bau gen Himmel, leicht pervers jetzt zu verstehen, nein, der Tempel natürlich, dank der vielen Völker Pimmel. Sie zogen aus den bunten Wimpeln und kehrten heim mit wunden Pimpeln. Und zeigt die Erzählung klar, wie's vor 16.000 Jahren war. So, und das trotz meines momentan getrossenen Internets perfekt vorgelesen. Ha, weiter geht's mit Yu-Gi-Oh! Unranked Single. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet.